Jorik, das ist, wie wir nie werden wollen. Das passiert, wenn man Erfolg hat. Für den Kleinen lasse ich mir nicht ans Bein pissen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Falsch, aber lustig. Und der Frage, was kommt da raus, wenn drei Studienabbrecher versuchen, ihre Unwissenheit mit Witzen zu kaschieren? Hier ist die Antwort. Alex Stolz! Alex Stolz! Jorik Tiede! Till Reiners! Moritz Neumeier! Diese drei Menschen werden versuchen, uns die lustigste und nicht die richtige Antwort zu geben. Und zu gewinnen gibt es wie immer die Chance. Ich habe extra nochmal... Leute waren in der letzten Staffel immer so begeistert von dem Bilderrahmen. Das geht gar nicht mehr um den Bilderrahmen. Ihr dürft nachher einen RBB-Slogan erfinden, falls ihr gewinnt. What und das, the den fuck? Tun wir dann, wirklich? Den schreiben tun, wir den in den Bilderrahmen? Jetzt ja. Jetzt ja. Ist das ein echter Bilderrahmen? Nein, das ist natürlich aus Plastik. Das ist so öffentlich-rechtlich, wie nichts anderes jemals öffentlich-rechtlich war. Wer entscheidet das? Wer entscheidet, wer diese Punkte gewinnt? Ich. Wer wird auf jeden Fall nicht gewinnen? Till fucking Schneiders. Wir fangen an mit unserem ersten Spiel. Das heißt, willst du nicht hören? Und wie der Name sagt, ist es ziemlich einfach. Ich gebe euch eine Situation und ihr sagt mir, was will man da nicht hören? Erst die Situation. Was will man nicht hören beim WG-Casting? Alex. Hä, Moment mal. Wir dachten, du bist der mit der Wohnung und wir bewerben uns. Jorik. Ja, deine Bewerbung fand ich mega scheiße, ja. Also, du kannst nicht putzen, du kannst nicht saugen. Bevor du hier wohnst, wohnt hier ein Eimer. Ganz klares Nein von mir. Till, ach, warum versuchen? Alex, hast du noch einen? Nein, war natürlich Spaß. Moritz. Till, erzähl. Hast du gerade ein Like bekommen, oder was? Fühlst dich gerade groß, oder was? Till, hast du Push-Up-Schuhe an, oder was? Jorik, das ist, wie wir nie werden wollen. So eine alte Ehe. Till. Das passiert, wenn man Erfolg hat. Ja. Ups, sorry Moritz, aber... Für den Kleinen lass ich mir nicht ans Bein pissen. Jorik, das ist, wie wir nie werden wollen. Naja, man kann sich gegen Erfolg auch weigern. So, Till. Was will man nicht hören in dem WG-Casting? Stört's euch, wenn meine Mutter mit einzieht? Alex. Ja, sag doch vielleicht einfach mal in zwei kurzen Sätzen, was sich von den anderen 350 Bewerbern unterscheidet. Jorik, was will man nicht hören beim WG-Casting? Also wir putzen hier alle in unseren eigenen Zimmern. Also den Kreideumriss vom Vormieter müsstest du selber wegmachen. Jesus. Till. Und ihr habt ja immer alle Klamotten an? Alex, hast du noch einen? Du kannst die Miete auch... anders bezahlen. Jorik. Grüß Gott, Kamerad. Bist du Deutscher? Eine Frage, die wir niemals gestellt bekommen werden. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, die ihr uns in die Kommentare schreiben wollt. Was wollt ihr nicht hören im WG-Casting? Für euch habe ich noch eine Frage mehr. Was will man nicht hören in der Kirche? Till. Wir alle wissen, worauf es hinausläuft. Na, wenn du schon kniest. Jorik. Schüsse. Jesus. Alex. Das war der Gottesdienst. Die Kollekte, die am Ausgang steht, geht diese Woche an mich. Ich muss tatsächlich Unterhalt bezahlen. Till.
Für unser Kinderfest suchen wir noch freiwillige Kinder. Jörg, was will man nicht hören in der Kirche? Ah, das war das Taufbecken. Das tut mir leid. Meine Damen und Herren, ein großer Applaus für die Gewinner des ersten Spiels ist ganz eindeutig Jörg Tiede! Danke, danke. Und trotzdem ist noch alles offen. Wir kommen zu unserem nächsten Spiel. Es heißt Kombiniere, kombiniere, da ist etwas im Busch. Ich nenne euch jetzt jeweils zwei Schlagworte und ihr nennt mir die dazugehörige Verschwörungsmythologie-Geschichte, wenn ihr wisst, was ich meine. Mythologie. So lange habe ich nicht studiert. Ja. Jorik, was war damals los beim CDU-Ortsverband Luckenwalde und dem Biber? Das ist krass, also weil vor 15 Jahren ist den Leuten aufgefallen, dass das Umland von Luckenwalde, das ist, die ganzen Bauern sind pleite gegangen, ne? Also das ist so, war eine Dürre, schlimm, so alles sehr trocken, die sind pleite gegangen, viele Familienbetriebe mussten aufhören. Und das Ganze fing an quasi vor 15 Jahren, ne? Weil da hatte Luckenwalde eine Abstimmung über ein Bauprojekt von so einer Art Wasserstauanlage. Und die hatten eine Abstimmung. Ne? Vier im Verband waren dafür. Ne? Die waren, ja, lass das machen. Ne? Und vier waren dagegen. Die meinten, das können wir nicht machen, ne? Wegen der Umwelt. Wir trocknen alles aus. Klar, und das klar, hing alles klar. Quasi am neunten Mitglied. Ne? Und das neunte... Das neunte Mitglied war der Oberbürgermeister von Luckenwalde. Und der Oberbürgermeister von Luckenwalde zu der Zeit war ein Biber. Also so ein richtig egoistischer, nur an sich selbst denkender Biber. Und der war geschmiert von der Dammlobby. Ja. Alex, was war da los bei Günther Jauch und dem Verband der SchönheitschirurgInnen? Ja, das war so. Also immer wenn jemand bei Wer wird Millionär viel Geld gewinnt, dann sagt Günther Jauch, um den zu verunsichern, ich weiß, wo sie ihr Geld richtig gut investieren könnten. Und wenn du von Günther Jauch gedisst wirst, dann setzt du das auch um und dann gehen die zum Schönheitschirurgen. Und daher kommt auch der Spruch, das Geld hat ihn echt verändert. Finde ich gut. Till, was war los beim RBB und der Senfindustrie? Ja, die ist geschmiert worden. Ne, also der RBB ist von der Senfindustrie geschmiert worden. Also die sind von Bautzener Senf. Ich hoffe, ich darf das hier sagen. Das ist ja mittlerweile alles raus. Das ist ganz lustig, weil es ein Witz im Witz ist, weil tatsächlich jetzt macht RBB tatsächlich Schleichwerbung für Senf. Es gibt natürlich auch noch Löwensenf, also da können wir schneiden, was wer mehr zahlt. Fritz zum Beispiel ist dazu angeleitet worden, so subtil einfließen zu lassen, dass sie Senf echt gut finden. Also müsst ihr mal drauf achten. Zum Beispiel? Die sagen zum Beispiel, jetzt kommt ein richtig scharfer Song. Oder, boah, bisher fand ich den Sommer nur so mittelscharf. Scharf, 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 lecker Senf. Achtet mal drauf, sind oft ganz subtile Botschaften. Oh, macht der Löwe, aber auch der Senf. Ja, finde ich gut. Ist für mich eine eindeutige Sache. Damit Jorik nicht jetzt schon gewonnen hat und wir noch eine Spannung haben fürs Dritte, gewinnt deswegen Till das zweite Spiel. Großen Applaus, freuen uns. Toll, klasse. Völlig zu Recht. Ah, wir kommen zu unserem nächsten Spiel. Es heißt Mitten im Leben. Ich ordne gleich jeweils einer Person, ne, für die Leute, die das nicht verstehen, ein popkulturelles Zitat zu und die anderen beiden erklären, wann diese Person das gesagt hat. Also, Till und Alex, wann hat Jorik gesagt, halt, stopp? Aber das Zitat geht ja eigentlich, halt, stopp! Halt, stopp! Halt, stopp. Till, wann hat Jorik das gesagt? Als Gott gesagt hat, du kriegst einen ganz normalen Kopf. Ich hab vorher, ich will dazu sagen, ich hab ganz kurz vorher noch gefragt, kann ich Witz über deinen Kopf machen?
Das hat er auch rechtzeitig während der Sendung gefragt. Hast du ihn das jetzt gerade gefragt, ja, als ja. ich das Spieler... Ich hab das Ansonsten vergessen. Bin ich komplett aufgeschmissen. Komm schon. Ich hab gar nichts, wenn du jetzt nicht... Wenn du ich jetzt hab wirklich nur was ich über Melonen. Ein, Mann. Richtig, richtig traurig, Till. Alex, wann hat Jorik gesagt, halt, stopp? Als wir zusammen unseren ersten Comedy-Auftritt hatten, da meint er so, halt, stopp! Das war ganz cool, lass mal was zusammen machen. Das ist eine Ruhe. Süß, oder? Geschichte. Viel süßer als das mit dem Kopf. Ja. Ja, fand ich schwierig. Jorik und Till, wann hat Alex gesagt, was ist denn mit Carsten los? Der sieht gar nicht gut aus. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Till. Weiß ich nicht. Moment. Ist das dein Ernst? Ist das deine Antwort? Du hattest Wochen, um dich vorzubereiten. Deine Antwort ist, ja, weiß ich auch nicht. Einfach weiß ich nicht. Ja, jetzt so, weiß ich nicht. Habe ich keine Meinung zu. Also, bist du soweit? Können wir nochmal ansetzen? Ihr habt alle gelacht, ihr Arschlöcher. Hört mal auf, so vorwurfsvoll zu gucken. Geil, dass er das mit dem Kopf gesagt hat. Aber auch geil, wie sie ihn dafür dissen. Gut, dass ich nicht auf der Bühne bin. Und dass ich nicht so einen Kopf habe. Stopp! Es kurzelt aus mir raus. Du machst es immer schlimmer. Ich mache es immer schlimmer. Jorik und Till, wann hat Alex gesagt, was ist denn mit Carsten los? Der sieht gar nicht gut aus. Im Schlafzimmer seiner Eltern. Ach so, okay. Nee, Jorik. Jetzt hab ich's auch begriffen. Okay. Jorik, wann hat Alex gesagt, was ist denn mit Carsten los? Der sieht gar nicht gut aus. Das hat Alex schluchzend als Kind vor dem Fernseher gesagt, als er gesehen hat, dass Carsten Maschmeyer sich seinen Schnurrbart abrasiert hat. Wow. Okay. Okay, es geht offenbar auch ohne Menschen zu verletzen. Das war mir nicht klar. Ja, aber Alex und Jorik, wann hat Till gesagt, entweder du packst jetzt deine Tasche und fährst oder aber du packst deine Tasche und gehst? Entweder packst du jetzt deine Tasche und fährst oder aber du packst deine Tasche und gehst. Also Alex. Ich sag mal so, ihr dürft jetzt auch die bösen Witze nehmen. Nö, weiß ich nicht. Sorry. Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Jorik. Das sagt Till immer völlig besoffen in der Hotellobby, wenn er ungefragt anderen Hotelgästen erklärt, wie der Fahrstuhl und das Treppenhaus funktionieren. Ich sehe mich da auch. Dann einen großen Applaus. Der Punkt geht eindeutig an Jorik Diede, meine Damen und Herren. Dankeschön. Danke. Wir haben ein weiteres Spiel, meine Damen und Herren. Es heißt, das weißt du nie. Die Idee ist, ich sage euch gleich einen Begriff, bei dem ich mir sicher bin, dass ihr keine Ahnung habt, was dieser Begriff heißt. Und ihr müsst mir sagen, was dieser Begriff bedeutet, woher dieser Begriff kommt. Okay? Und selbst wenn ihr es wisst, immer dran denken, so heißt die Sendung, die Antwort ist nicht richtig, sondern lustig. Leute, woher kommt, ja, das wisst ihr wahrscheinlich sogar, aber woher kommt das Wort Trottoir? Jorik, was meinst du? Trottoir, das ist ein Begriff aus dem Film. Und das ist die einzige Kameraeinstellung, aus der mein Kopf irgendeinen Sinn ergibt. Das ist, beschreibt den trottoirischen Winkel. Sehr gut, sehr gut. Woher kommt das Wort, was bedeutet das Wort Dens? D-E-N-S. Das ist, wenn jemand Dennis heißt und Legasthenie hat. Finde ich gut. Viele von euch wissen es natürlich, Trottoir kommt aus dem Französischen, heißt Gehsteig und Dens ist der zweite Halswirbel. Was, frage ich euch, ist der Aftergeschmack? Nein, aber das ist das Ding. Es ist, ich weiß, es ist sehr naheliegend. Dass man aber das es ist noch das erklären Ding. Muss. Es ja. gibt aber, es ist ein richtiges Wort. Was ist offiziell der Aftergeschmack?
Ja, also es ist eine besondere Geschmacksknospe, die nur ganz wenig Menschen haben. Mhm. Und die schmecken dann das sechste Element. Nämlich zum Beispiel, Arsch? Ja, nee. Arsch. Das sechste Element ist Arsch. Die mögen Moncherie. Ändern nichts an der Wertung, rasten wir aus und ich gewinne heute Abend. Geben wir alles für Jorik Thiene, meine Damen und Herren. Definitiv gewonnen, jedes einzelne Spiel. Und damit haben wir auch einen neuen Slogan für den RBB der nächsten Woche. Wie lautet unser Slogan, Jorik? RBB, Vier Feinde Podcast, jeden Dienstag. Meine Damen und Herren, das war's für heute Abend. Guckt euch gerne noch weitere Folgen an. Einfach darauf klicken oder die nächste nicht verpassen. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Das war's für heute. Vielen Dank. Fritz.